Grundrente auch für Arbeitslose. So will es die CDU aus dem Osten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Aktuell fordert die ostdeutsche CDU, vor allem aus Thüringen, dass es Änderungen bei der Grundrente geben soll. Die Grundrente, Sie haben es ja gehört, soll wohl in Kürze kommen mit einem Kompromissvorschlag, aber darauf möchte ich erst später eingehen oder in einem anderen Video eingehen. Und diese Grundrente mit dem Gesetzesentwurf von Hubertus Heil soll es laut dem Gesetzesentwurf nicht für Arbeitslosigkeitszeiten geben, sondern nur für 35 Jahre Pflicht, also Beitragszeiten. Darunter zählen Zeiten der Arbeit, Pflichtbeitragszeiten für Kindererziehung oder Pflege naher Angehörige. Das ist sozusagen der Kern. Und die Ost-CDU sagt, der Herr Moring von der CDU aus Thüringen sagt oder fordert, das geht so nicht, denn wir brauchen für die Ostdeutschen eine andere Lösung. Denn viele von denen waren ja auch unverschuldet nach der Wende sind die in die Arbeitslosigkeit gerutscht, Hartz IV haben die bekommen und so weiter. Und wenigstens die Arbeitslosigkeitszeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld 1 soll bitte zu den Grundrentenzeiten mit dazugehören. So die Forderung. Im Kern ist das eine korrekte oder eine richtige Forderung, denn viele Menschen können ja wirklich nichts dafür, dass sie in die Arbeitslosigkeit gekommen sind. Und stellen sich vor, sie haben 34 Jahre Grundrentenzeiten und wegen einem Jahr Zeiten des Bezugs vom Arbeitslosengeld 1 würden Sie diese Grundrente, diese Aufstockung sozusagen nicht bekommen. Das wäre also ein Signal, was nicht gut ist. Natürlich hört sich das alles kurz vor der Landtagswahl in Thüringen ein bisschen nach Wahlkampf an, aber ich denke mal, da steckt auch wirklich ein wenig Wahrheit dahinter und das Verlangen, dort hier für Gerechtigkeit zu sorgen. Daher ist die Idee oder die Forderung der ostdeutschen CDU, dass die Grundrentenzeiten auf Arbeitslosigkeitszeiten erweitert werden, eine ganz praktische und auch sinnvolle und würde für viele Menschen dazu führen, dass sie auch Anspruch auf die Grundrente haben, wenn sie denn auch tatsächlich kommt. Näheres zum Thema Grundrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.